Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Going Medieval. Wir haben hier Theotik. Theotix. Ja, Theotix vor allen Dingen. Theotik kam in der letzten Folge zu uns, rüstet sich jetzt auf. Na, also aus, um genau zu sein. Was hat er denn schönes? Leichten Helm, Winterkleidung, ja. Lass das mal fallen. Zumindest eine Kettenrüstung überlegen. Die Winterkleidung muss er nicht tragen, wir haben bessere. Den überlegenen Kriegsbogen, ja. Im Endeffekt kam es dazu, dass er letzte Folge zu uns kam, weil er sonst, was war es, verbrannt worden wäre oder irgendwie Opfer der Flammen wurde. So, die Sache ist, nun kommt ein Zugtrupp von den Angren-Jüngern. Mit denen sind wir sogar ganz gut. Dachte Angren nach nein. Oh Mann, mit denen sind wir sogar freundlich. Und heutige Grabstätte der Visionären. Aha, hier steht ja noch mehr dazu. Kann es sein, dass wenn ich in Glastonbury oder Hereford oder Hereford oder Oxford was verkaufe, Vorteile davon habe? Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall kommen die dann an und wollen ihn zurückhaben. Das ist ganz einfach die Geschichte, dass wir da schauen müssen. Da guck mal, er ist gut ausgerüstet, hat. Ah, Kohle. Er braucht wenigstens einen Tagesplan. Kann nicht 22 Uhr noch rumhocken und ja, ob ich sage ich mal, sich vergnügen und dann nächsten Morgen rumheulen, dass er da nichts gebacken bekommt. Zumindest schon mal einen Wandreihe. David, das ist doof. Er als Bade Nummer 1. Ja, das bringt mir nichts. Das wäre mir viel wichtiger. Dass er vielleicht Druide wird. Das Schöne ist, Tätigkeiten, Kunst können wir bei ihm rausnehmen. Zwar komplett. Medizin kann er gar nicht, ja gut. Kann er zufälligerweise er schmieden, kann er. Und warte, 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 da. Bergbau kann er richtig toll. Aber er kann zumindest auch mit schmieden. Ich stehe jetzt absichtlich auch auf Geschwindigkeit 3. Weil ich den Angriff nur abwarten möchte und ja. Übrigens, das sind die ganzen weiblichen Rotwildtiere. Nicht wir, sondern ich war ja so clever und habe leicht nur männliche Rotwild übergelassen. Leicht. Vielleicht wollte ich auch bloß, wie Darwin sagt, das Ganze mal probieren, wie es denn läuft. So, theoretisch könnten wir jetzt auch anfangen, hier noch weiter zu trainieren. Das hat ja in der letzten Folge relativ gut geklappt. Es ist ja mühselig, aber es funktioniert. Nächste Esel. Ja, es ist nicht schön, dass immer wieder Tiere sterben, aber da ist Vinny gestorben.
Wir machen nichts, ist halt so. Und wir brauchen Karottensamen. Oh, 18 Stunden noch, warte mal. 18 plus 6 ist, das ist ja mitten in der Nacht. Haben die nichts Besseres zu tun? So, aber was natürlich gut ist, dass er eine üppige Mahlzeit mit sich schleppt. Nein, dass er hier weitermacht, der Theotik. Das ist ganz einfach so, dass wir dann... Mann, bringt mich da hier nicht irgendein Konzept. Irgendwann hier fertig werden und nochmal Türme bauen können. Denn die Türme da drüben haben uns ja ohne Ende geholfen. Ja, haben sie wirklich. Das Einzige, was nicht geholfen hat, war meine Intelligenz. Priorisieren. Dann priorisiere das mal. Ich habe jetzt die Videos nochmal angeguckt. Es ist richtig. Ich habe daneben geklickt. Statt zu sagen, lauf dahin, habe ich die in den Nahkampf geschickt. Die Fernkämpfer. Das ist ja nur... Macht sie jetzt auch, ja? Das heißt, wir haben zwar jetzt noch nicht eingepflanzt, aber immerhin schon mal geerntet haben damit 29 Kräuter. Und nur nach 10 Stunden 45 Zeit, bis die Ankrähenjünger ankommen. Als dumme Frage, sind das die hier? Ja. Guck mal, die sind jetzt. Die Kuh stirbt auch noch. Die sind da schon ein ganzes Stück weiter. Ja, ich habe hier oben das im Blick. Bauen die hier überhaupt schon was? Die bauen da schon was. Das ist das schon mal gut. Warum ich jetzt das Haus so groß gebaut habe, keine Ahnung. Das könnte natürlich jetzt, fällt mir gerade mal so ein. Die haben dann gegessen, die haben ein bisschen geschlafen, die hatten Unterhaltung, waren eventuell nochmal beten. Das könnte vorteilhaft für uns sein. Und mit wie viel kommen die jetzt an? Hier Bogenschütze. 13, ja gut, 17 Leute, na, das ist nicht wenig. Richtig, so stimmt das schon eher. Gezählt und war bloß bei 11. Eine Stunde bevor die angreifen. Jetzt ziehe ich die schon mal zusammen und weiß, das ist ein bisschen vorzeitig, ja. Ich möchte nur alle schon zusammen haben, dass die wach sind, dass die, ja, gemeinsam dann zum Verteidigen gehen. Und, ja. Oh. Händler. Wen haben wir denn mit Redekunst?
10? Nee. 5 ist vielleicht nicht so sinnvoll. 7. 16. 19. 22. Oder Respekt. Der Rest ist so ein bisschen... Naja. Nee. Ja, handeln. Jetzt hätte ich doch beinahe den angegriffen. Das sehen wir zum... hier. Angegriffen, ne? Ich muss zumindest sagen, die Idee, dass man im Spiel jetzt auch, naja, im Endeffekt verhandeln kann, hat jenen übergeben, die ihn gejagt haben. Nee. Kann ich nicht. Die wollen nicht mit uns verhandeln. Weigern sich, Forderungen zu beugen. Jetzt sag, greif ihn an. Tätige Erpresser an Grinjünger. Du bliebst standhaft und gabst ihren Forderungen nicht nach. Die Angreifer ziehen ab, aber deine Beziehung zu der Fraktion verschlechtert sich. Dann ist das so. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass das daran liegt, dass ich da nochmal drauf geschossen habe. So. Ihr könnt alle wieder machen, was ihr wollt. Das Schöne ist, man sieht jetzt hier mal, dass die alle so schön rundherum sitzen hier, also zumindest einige. Da ein bisschen und hier. Bisschen Leben auf dem Platz. Minus 44. Wir sind von 90. 90 plus 90. Freundlich. Auf minus 44 gefallen. Nur wegen dem Theotik. Das ist natürlich schon. Uff. Das ist eigentlich bei. Naja, das geht ja wieder runter. Wir denn vielleicht mal ein bisschen Schleim so, ne? Aber hier fehlt eine Waffe. Ja, ich weiß, die wollen nicht sonst wie viel. Wollen nicht alles kaufen, das ist mir klar. So, was verkaufen wir? Eine Brie-Torte. Das reicht auf jeden Fall. Ich hätte nämlich jetzt gesagt...
Wir verkaufen Eisenbarren. Und das nimmst du mal ein bisschen mit. Da geht es mir nicht darum, dass wir Geld damit machen oder sonstiges. Man schleimt sich ja manchmal auch ein bisschen ein. Ich sag mal, das ist schon ein bisschen vorteilhaft, ne? Wenn man gute Beziehungen zum Nachbarn hat und dann irgendjemand zu uns kommt und die dann sagen, ja, nee, du, nee, wir lassen das mal mit dem Krieg. Nebenbei, immerhin schon mal 9 Kräuter, ne? Ich glaube, wir haben keine Kräutersamen mehr herumliegen. Sagte er und hat noch 9 Kräutersamen rumliegen. Jetzt sind es inzwischen schon 10. Dann lassen wir aber, damit habe ich, glaube ich, losgeschickt. Mit Back. Jetzt mal in aller Ruhe dahin stiefeln. Dann, wenn er da ist, schleimen wir uns mal ordentlich ein. Wir schleimen uns aber erst, um genau zu sein, in der nächsten Folge ein. Für diese Folge sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Folge, wenn wir uns wieder einschleimen, dabei bist. Für heute erstmal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.